selber fixen. Was ist denn das? Feuerwerk. Wo kommt das her? Meine Güte, komisch. Wer hat mir das hier hingestellt? Ich glaube, das ist unsere Bestellung. Die werden wir jetzt dann mal gemeinsam auspacken. Ja. So, das ist jetzt aber nicht alles von mir. Das, was nicht von mir ist, das werde ich jetzt erstmal aussortieren. Und danach gibt es für euch ein kleines, schönes Unboxing. Ah, hier, in dem Beutel, in dem Ikea-Beutel. Da schauen schon die guten Raketenstäbe raus. Ja. Soll ja nicht so pervers rüberkommen. So, ihr seht, das Feld hat sich jetzt schon etwas gelichtet. Aber jetzt ist natürlich das ganze Zeug auch noch von meinen Kollegen weg. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erst mit der Ikea-Tüte hier an. Aber ich hole euch mal etwas näher ran, dass ihr besser seht. So, da haben wir als erstes drin eine Packung Funke Salutraketen in Rot. Drei Packungen Silberblitzraketen von Funke. Dort dann noch die dritte. Salute-Raketen in Schwarz einmal. Und das zweite. Einfach nur ein extrem schönes Design. Gönnt euch das mal. Einfach nur herrlich. Zweimal die Scream Rockets 2. Das ist die F2 Variante. Aber halt mit 3 Stufen Aufstieg. Weil die einfachen, die gab es nicht mehr. Und dann zu guter Letzt noch eine Packung. ABR. Blitz und Donner in den Fokus. Die Kamera, die finde ich, macht halt wieder sehr gute Videos. Weil ich da die Rauschunterdrückung aufs Maximum gestellt habe. Ich filme jetzt hier auch schon mit dem externen Licht, weil es ist gerade schon wirklich arg dunkel. Und da finde ich, macht das Video gleich nochmal viel besser. Ja, das waren jetzt die Raketen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem Karton, der relativ groß ist. Aber ich sage euch, in dem Karton sind einfach nur Schmuckstücke drin. Ihr seht es ja jetzt, das ist so halb. Da hätten wir als erstes mal eine Sprengteufel 2 von Funke. Einfach nur Premium. Ich hatte vor 2 Jahren, also 21 auf 22, die Sprengteufel 1. Die hat mich schon geisteskrank überzeugt und jetzt einfach die zweite. Die habe ich vor, an Silvester in 0 Uhr Feuerwerk als V-Fächer zu schießen, wenn ich die zweite noch bekomme. Wenn nicht, gibt es die halt dann als Erstschlag. Ja. Honey Badgers von Funke müssen immer wieder sein. Vorhin gecheckt, sind sogar noch die alten mit der CE 1008 und ohne dem langen Label. Jetzt haben wir die neuen. Dann das absolute Schmuckstück aus der Bestellung, die neuen PS2. Die sind ja nicht von Funke, sondern von Enigma, wenn ich richtig lieg. Ja, da unten, da steht's. Wenn der Fokus machen mitspielen wird. Ja. Importeur. So. Der Importeur ist Enigma und der Pro-Hersteller ist API. Ist also nichts von Funke. Und die habe ich mir direkt natürlich 4-mal gegönnt und 4-mal, ihr könnt rechnen, sind insgesamt 8 Stück. 8 Packungen. 20 Stück, das sollte erstmal langen. Und dann noch 2 Schmuckstücke. Blitzrum ist 50 Schuss. Die jetzt im 100er Verbund, also 2-mal doppelt geschossen. Als Erstschlag an unserer Location, wo ich hier dann hier in den Orten sind. Aber halt nicht hier bei mir im Haus, sondern im Industriegebiet. Jetzt hier als Erstschlag. Dann noch eine Terremoto 1 Sekunde. Die gibt es dann mal am Tag. Und dann noch eine Tornado 1S als absolutes Highlight hier aus dieser Bestellung.
noch kurzer Highlight, die ist sogar noch in F2 kategorisiert. Die neuen sind ja leider alle in F3. Was ich natürlich auch nachvollziehen kann, weil mit die heftigsten Salutbatterien in Deutschland, aber ich finde es ein bisschen affig, weil man sollte den Leuten halt schon die Möglichkeit geben, wenn sie lautes Zeug haben wollen, dass sie auch auf der legalen Art und Weise lautes Zeug bekommen. Weil so kaufen sie sich, so wie ich jetzt aktuell, sogar Geld im Ausland. Und ihr wisst, das ist nicht gut. Ja, jetzt baue ich dann noch das noch schön für euch auf und zu einer kleinen Gesamtübersicht. Und dann war es das auch schon mit dem kurzen Video. Hier seht ihr jetzt nochmal die Gesamtübersicht. Ja, ich nehme das jetzt als erstes, das erste Mal auf meinem Kanal überhaupt im Garten auf. Nur noch mit der schönen Dekopflanze und hier. Einfach nur Premium-Sachen. Meine Bachelor nochmal hier. Die Blitzraketen habe ich dreimal mitgenommen, die großen auch. Fett. Das wird einfach nur mega fett. Jetzt hier nochmal Salutbatterien. Gar nicht so viel, wird gar nicht so viel, aber sind da auch schon wieder 350 Euro so oder so. Irgendetwas um den Dreh.